So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Trader, wir sind jetzt wieder dabei, live auch hier auf Facebook. Danke für den kurzen Moment und herzlich willkommen zu unserem Traders-Spezial hier heute am Freitag mit dem Andreas Plagge. Ich freue mich sehr, ihn hier heute dabei zu haben. Er ja, ist selbst auch Trader, hat eine Firma Plagge Consulting for Traders und schreibt im Traders Magazin unter anderem auch über seine Angriffsplan-Strategie. Ich freue mich sehr, den Andreas heute hier dabei zu haben. Bevor ich das Mikro auch direkt an ihn übergebe, gerne gleich nochmal der Hinweis, Fragen können direkt hier auch im Webinar gestellt werden. Die stelle ich dann dem Andreas auch gleich weiter. Und es gilt wie immer auch in all unseren Webinaren der Risikohinweis, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Übrigens, wer Fragen hat zu den Dingen für heute, auch im Nachgang, der Andreas steht natürlich auch parat für Fragen im Nachgang. Er wird dann sicherlich auch seine entsprechenden Daten hier mit zur Verfügung stellen. Andreas, guten Morgen. Ich würde gerne den Ton gleich an dich geben und dann gebe ich dir auch gleich noch den Bildschirm, dass wir das Ganze hier auch gleich so übertragen können, dass alle auch sehen, was du uns zu zeigen hast. Hallo Mike, hallo liebe Zuschauer. Kann man mich gut hören, gut verstehen? Also ich kann dich verstehen. Frag mal einfach mal kurz in die Runde, ob der Andreas gut verständlich ist. Andreas, ich gebe dir auch gleich mal noch den Monitor. Dann können wir auch sehen, dass wir hier entsprechend dich sehen können. Ja, wir bekommen gerade, der Stefan sagt, das passt. Ton kommt also durch. Und ja, ich würde sagen, wir schalten einfach mal um. Nimm den Bildschirm an, dann haben wir dich und dann mache ich direkt die Schalte auch auf Facebook auf dich. So, müsste funktionieren, oder Mike? So, ja, das passt. Ich sehe deinen Bildschirm. Okay. Alles okay, wir bekommen auch die Infos. Die Zuschauer, die sehen dich. Der Ton ist rüber, das heißt, bitte, der Ball liegt bei dir. Ich freue mich drauf und schon viel Erfolg und Spaß jetzt bei deiner Präsentation. Los geht's. Okay, danke Mike. Danke für die einleitenden Worte. Wir können es auch gerne so machen, so halten, dass wenn du Fragen hast und du meinst, das passt jetzt hier gerade zum Thema, unterbrich mich einfach, sag mir Bescheid und frag einfach nach. Das können wir auf jeden Fall machen. Klar, das kriegen wir hin. Okay, super. Die meisten von Ihnen haben schon mal von mir jetzt gehört über den Mike. Wer noch nicht, der kann sich dann später mal auf der Webseite ein kurzes Erklärvideo zur APS anschauen, was denn die APS dann im Großen und Ganzen ist. Ich gehe jetzt mehr auf die einzelnen Inhalte ein, auf die einzelnen Bausteine und möchte Ihnen also auch mal aufzeigen, auf was es da eben zu achten gilt, was so die Komponenten sind, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, wenn Sie APS-Trader werden wollen. Noch eins, zwei Worte zur APS im Allgemeinen. Die APS ist eine Entwicklung, also die Angriffsplanstrategie, um das Risiko beim Traden und auch ganz besonders beim Daytraden, aber auch in längerfristigen Positionen relativ schnell aus dem Markt zu nehmen, beziehungsweise auf dem Handelskonto keine großen Throwdowns zuzulassen. Das war die erste und die wichtigste Grundidee. Und eine weitere wichtige Komponente, und das sehen wir dann, wenn wir jetzt die einzelnen Bausteine mal zusammen uns anschauen, ist die strikte Gewinnsicherung. Und das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten macht eben unter anderem die Basis aus und den Erfolg der APS. Okay, wir gehen jetzt mal in die einzelnen Bausteine rein. Das erste ist, wie Sie hier sehen, die individuell angepasste Stufenkonzeption. Und zwar geht es hier vom Prinzip her darum, wenn wir mehr Geld verdienen wollen, müssen wir den Einsatz erhöhen. Und um den Einsatz zu erhöhen, jeder kennt die Idee des Verdoppelns, Pyramidisieren und andere Strategien. Und diese Ideen haben alle den großen Nachteil, dass irgendwann, wenn dieser Lauf mal vorüber ist, dass ein großer Absturz kommt. Und dieser Absturz sorgt in den meisten Fällen dafür, dass das Geld, was man über die Tage oder auch Wochen verdient hat, dass das relativ schnell wieder verloren geht. Und deswegen kommt an zweiter Stelle dieses High-Watermark-Trailing zum Einsatz. Und das bedeutet vom Prinzip her, wenn ich in eine Laufphase gekommen bin, in der meine Trades sich entwickelt haben, in der ich die einzelnen Stufen nach oben sozusagen durchwandert bin, und dann ist es eben wichtig, dass an diesen Stellen, wo besonders großes Risiko ist,
dass ich da an dieser Stelle immer schnell wieder aus dem Markt gehe und das Ganze eben entsprechend abbreche für den Fall, dass meine Trades sozusagen jetzt rückläufig sind. Das heißt, dass die Verluste jetzt überhand nehmen. Und ja, das ist vom Prinzip her ein striktes Risikomanagementsystem, das jetzt das Geld sozusagen zusammenhält, wenn man das jetzt mal auf den Punkt bringen will. Und diese beiden Bausteine, das heißt, der erste Baustein, dieses Pushen des Marktes, und der zweite Baustein, dieses Sichern des Geldes, das sind so die Grundkomponenten, diese beiden, die halt überhaupt ermöglichen, dass mit der APS Geld verdient werden kann. Das war jetzt mal die Grundübersicht der Funktionsweise. So, und wir als Trader haben natürlich dann das Problem, dass wir mit diesen Informationen, die wir brauchen für das Trading, dass die entsprechend aufbereitet werden müssen. Und da habe ich ein vierstufiges Warnsystem. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie eine Art Ampelanlage. Und das schauen wir uns gleich auch mal an, wie das funktioniert. Und das zeigt vom Prinzip her an, wo stehen wir denn derzeitig in dem aktuellen Angriffsplan mit unserer Equity-Kurve. Ja, und das gibt uns einfach wertvolle Rückmeldungen, wie wir jetzt in Zukunft für die nächsten 1, 2 oder 3 Trades vorgehen sollten, damit wir diesen Angriffsplan aus diesem, ich sag mal, Client Drawdown, aus dieser stressigen Phase wieder herausführen in einen neutralen Bereich. Weil unsere Idee ist es immer als APS-Trader, dass wir einen Angriffsplan so weit wie möglich nach oben entwickeln. Also von der ersten Stufe auf die zweite, von der zweiten auf die dritte und so weiter. So, das sind so diese drei Komponenten, die man, ich sag mal, so direkt greifen kann. Da gibt es eine vierte Komponente, die man dazu nehmen kann. Und ich empfehle es jedem, der sich mit der APS beschäftigt, sie nach einiger Zeit auch umzusetzen. Und ich bezeichne diese Methodik generell als taktisches Agieren. Und in dieser Methodik, da geht es einfach darum, ja, ich sag mal, die richtige Geisteshaltung eben beim Traden eben ja, zu haben, um das Bestmöglichste aus dem Trading herauszuholen. Ja, Sie kennen das vielleicht mit, ja, ich sag mal, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel das Überoptimieren von irgendwelchen Indikatoren. Ja, und man geht jetzt nicht diesen Weg, dass man irgendwelche Indikatoren bis zum geht nicht mehr optimiert und versucht, die bestmöglichsten Parametereinstellungen herauszufinden, sondern dass man eben den Schwerpunkt auf die wichtigen Dinge legt, die eben, ich sag mal, mehr Sinn machen und dem Konto, dem Handelskonto einfach gut tun. So, wir gehen jetzt mal in die einzelnen Bausteine hinein. Der erste Baustein, die Stufenkonzeption. Und dieses Beispiel, was Sie jetzt hier sehen, ist ein Beispiel, das ich gemacht habe für den DAX-Handel. Und dabei ist es vom Prinzip her erstmal egal, ob das der DAX als CFD ist, über Ihren Hebelzertifikat, über Future, also der große DAX als FDAX oder der kleine. Das ist vom Prinzip unabhängig. Ja, die Idee hinten dran ist einfach die, ich definiere mir für die erste Stufe ein gewisses Ziel. So, und dieses Zielmanagement oder diese Zieldefinition, sagen wir mal so, genau, kommt immer daher, dass ich mir sage, okay, wie viel Geld bin ich jetzt bereit, pro Trade auch zu verlieren? Ja, verlieren ist halt, wie wir alle kennen, keine schöne Begleiterscheinung beim Trading, aber gehört ganz normal dazu. Und ich empfehle an dieser Stelle, das 4- bis 5-fache Risikokapital, was Sie bereit sind zu verlieren, das eben als Zielgröße zu nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt an dieser Stelle bereit bin, maximal 30 Punkte im DAX-Handel zu verlieren, ja, und dann nehme ich in der Regel das 4-fache, also 120 Punkte als Ziel. So, habe ich diese 120 Punkte erreicht, dann verlasse ich sozusagen die erste Stufe und befinde mich in der zweiten Stufe und darf jetzt ein größeres Volumen handeln, zum Beispiel diese zwei Kontrakte. Also diese Definition, die Sie jetzt hier vor sich sehen, die sind nicht in Stein gemeißelt, die müssen Sie mit sich selber ausmachen im Sinne Ihrer Risikoaversion. Ja, es gibt Menschen, die sagen, oh, ich bin eher vorsichtig, eher ein ängstlicher Typus und ich möchte ein langsames oder ein kleines Risiko eingehen und bevorzuge deswegen ein langsameres Steigen meiner Risikoeinsätze. Und andere sagen, okay, ich möchte gerne den Markt möglichst gut pushen und das meiste rausholen, was die APS überhaupt zu bieten hat. Und deswegen sind diese Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, alle nur Vorschläge, die auch funktionieren, die ich auch selber so verwende. Und ja, genau, einfach das als Hintergrundinformation. So, und vom Prinzip her funktioniert das Ganze so, dass wir versuchen, von Stufe zu Stufe nach oben zu wandern, mit immer größeren Einsätzen und dabei
immer das, was wir im Rücklauf haben, irgendwie wieder aufzufangen. Dieses irgendwie wieder aufzufangen ist wieder Teil des taktischen Agierens. Und da weiß ich noch nicht, ob wir heute dazukommen. Von meiner Seite aus können Sie diese Folie auch gerne haben. Die gebe ich später dem Mike. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir ja, da Sie eben versorgen mit dem Material, was Sie eben brauchen zum Handeln. Gut, das wäre jetzt so mal das Wichtigste zur Stufendefinition. Wir haben dann noch als zweiten wichtigen Punkt die Geschichte, dass wir den Angriffsplan, den machen wir in der Regel immer auf das Instrument. Das heißt, wenn ich den DAX handle, dann habe ich einen Angriffsplan, der beginnt sozusagen immer mit dem Wochenstart, mit dem DAX. Ja, und wenn ich jetzt noch den Euro-US-Dollar handle, dann habe ich schon einen zweiten Angriffsplan. So, und der Daytrader, der tut gut daran zu sagen, okay, ich habe diese Risikodefinition jetzt nicht nur auf dem Instrument, sondern auch auf meinem Handelstag und auch auf der Handelswoche. Und das heißt, er hat die Möglichkeit, hier einen virtuellen Angriffsplan auf den Handelstag eben ja, zu führen oder zu verwalten, zu managen und auch ebenso auf die Handelswoche. Das sind, wie gesagt, optionale Möglichkeiten. Und für den Einsteiger empfehle ich erstmal den ganz einfachen ursprünglichen Angriffsplan auf das jeweilige Instrument, also mit einem Instrument eben zu beginnen. So. Kann mal gucken. Ja. So, wir sehen jetzt hier im zweiten Baustein, das heißt das Thema High Watermark Trailing. So, was Sie hier sehen, sind zwei Kurven. Die obere Kurve, die orangefarbene, das ist die Equity-Kurve. Das heißt, wie sich unser Handelskonto mit dem Angriffsplan entwickelt. Also die 0-Euro-Linie beginnt jetzt sozusagen mit einem neuen Angriffsplan. Das ist also unabhängig davon, wie viel Geld auf dem Handelskonto ist. Jeder Angriffsplan beginnt von vorne eben bei 0. So, der erste Trade, der hier gemacht wird, der ist ein großer Plus-Trade. Und hier haben wir wieder das Beispiel. Das sind Zahlen vom großen DAX-Future und der hat, wie Sie selber sehr wahrscheinlich wissen, einen Punktwert von circa von genau 25 Euro. Und das bedeutet, wir haben also hier einen Trade gehabt, der um die 1200 Euro im Gewinn lag. Und ja, Sie können sich halt selber ausrechnen, wie viele Punkte das an Gewinn waren. Und die zugehörige Tagesmaximalverlustgrenze, die lag bei 2000 Euro. Und diese untere Linie ist unsere Trailing-Stop-Linie, die automatisch nachzieht mit jeder High-Watermark, also mit jedem neuen Hochstand. Sie sehen es hier an meiner Maus. Solange dieser Hochstand nicht weiter hier gebrochen wird, sondern wir haben hier einen Verlust-Trade, noch einen kleineren Verlust-Trade, einen kleinen Gewinn-Trade, bleibt diese Trailing-Stop-Linie hier einheitlich auf einem Niveau. Und immer dann, wenn hier ein neues Hoch gesetzt wird, dann zieht diese Kurve entsprechend nach. Dieser Dynamikfaktor, den habe ich noch nicht angesprochen, der steht auf einer der ersten Folien. Den können Sie verwenden, um diese Linie vom Prinzip her stärker anzuziehen, also stärker zu beschleunigen. Das funktioniert ähnlich zum Beispiel wie beim Parabolik-SAR oder halt eben diese Linie mit einem weiteren Abstand zu führen. Und die Idee ist es vom Prinzip her, jeden Angriffsplan möglichst sicher, ohne diese rote Stopplinie zu überschreiten, jetzt nach oben zu führen, über die einzelnen Stufen. So, und solange wir mehr Gewinntrades oder größere Gewinntrades haben als Verlusttrades, gelingt uns das in der Regel sehr gut. Und wir betreiben hier eben eine strikte Gewinnsicherung. An Stellen, an denen jetzt hier sehen Sie, da haben wir einen Rückgang des Trailing-Stops. Und das sind immer diese Stellen, an denen wir eine neue Stufe erreichen. Mit dem Erreichen einer neuen Stufe geht Folgendes einher, dass ich jetzt eine größere Kontraktzahl handle. So, und für diese größere Kontraktzahl brauche ich etwas mehr Luft, ja, und um nicht vorzeitig aus dem ganzen Spiel herausgenommen zu werden. Und genau deswegen sorgt halt eben eine der Regeln der APS dafür, dass hier etwas mehr Luft gegeben wird, etwas mehr Spielraum. Und mit dem Setzen neuer High Water Marks wird auch wieder dann diese Linie entsprechend angezogen. So, und dieser Bereich hier hinten, dieser Bereich ist der handelbare Bereich. Und wir sehen jetzt auf einer der nächsten Folien. So,
Ja, ich weiß, wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich, dass wir auch wirklich die wichtigsten Punkte durchbekommen. Das heißt, das taktische Agieren werden wir wahrscheinlich mal für heute außen vor lassen. Das wäre unter Umständen auch ein Thema für ein anderes Mal. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die ersten drei Bausteine und schauen uns mal an, wie wir damit arbeiten. Das heißt also, das Grundverständnis, wie die ABS aufgebaut ist, die Funktionsweise haben wir bisher gesehen in den ersten beiden Bausteinen. Jetzt kommt die Arbeitsweise über das vierstufige Warnsystem, also dieses Ampelsystem. So, diese Differenz zwischen der High-Water-Mark, der Saldokurve und dem aktuellen Trailing-Stop. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz zurück. Das ist also genau dieser Bereich hier. Ja, der wird in 100% Schritten eingeteilt. Und wir bezeichnen den als Puffer. Und unsere Idee als ABS-Trader ist es immer, diesen Puffer möglichst hochzuhalten, also ihn auf volle 100% zu bringen, weil dann haben wir immer noch die Möglichkeit, zwei oder drei Verlusttrades problemlos zu absorbieren, ohne dass der Angriffsplan seinen vorzeitigen Stopp erfährt. Der Farbcode, den zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie, wie der genau funktioniert. So, wir haben also gesehen, wir haben hier oben unsere High-Water-Mark mit den blauen Punkten markiert. Und diese Pufferzone beträgt immer 100% ab der letzten High-Water-Mark bis zum aktuellen Trailing-Stop. Den sehen wir hier. Wenn unsere Equity-Kurve durch entsprechende Verluste diesen Trailing-Stop hier kreuzt, also nach unten unterschreitet, dann bedeutet das immer das Aus des Angriffsplans. Und hier ist es ganz wichtig auch zu verstehen, des kompletten Angriffsplans. Wir steigen nicht eine Stufe runter. Nein, das Spiel ist vorbei. Ja, wir beenden den Angriffsplan, wir resetten ihn und fangen die kommende Woche beispielsweise wieder bei Null an. Das heißt also wieder in der ersten Stufe. Und genau das ist das Spiel. So, und damit wir immer Bescheid wissen, wie steht jetzt unser Instrument derzeitig im Angriffsplan, haben wir hier dieses Farbmanagement, ja, und bekommen nach 25% Drawdown von hier oben bis zur ersten bis zum ersten Linie. Also das ist ein Viertel jetzt des Trading-Bereiches hier, des Puffer-Bereiches, eine Information, ja, für die nächsten 25%. So, ab 50% Drawdown des Puffer-Bereiches bekommen wir eine Warnung und dann später eine Achtung. Und dann, wie gesagt, bei Unterschreiten dieser Trading-Stopplinie, dann halt eben das ultimative Aus. Das ist so generell der Aufbau der ganzen Geschichte, wie das Warnsystem überhaupt funktioniert. So, in der Praxis sieht das so aus. Wir haben die Möglichkeit, uns das mit Grafiken darzustellen oder auch in den Tabellen. Diese Tabelle ist jetzt eine Beispieltabelle mit etwas anderen Zahlen wieder als in den vorherigen Beispielen. Und hier sehen Sie einfach die Funktionsweise. Dieser Anteil hier hinten ist immer der Pufferanteil und immer wenn der halt eben entsprechend sich nach unten bewegt, ja, dann steigen meine Warnungen. Wenn ich wieder hier auf Null komme oder über 75%, zwischen 75 und 100%, dann sind auch keine Warnungen vorhanden. So, und die ganz wichtigste, oberste Regel für einen ABS-Trader ist es immer, einen warnungsfreien Zustand des Angriffsplans anzustreben. Das ist sein oberstes Ziel. Wenn er das tut, dann ist er auf jeden Fall auf einem qualitativ sehr hochwertigen Weg. So, wie das Ganze jetzt aussehen kann in der Praxis, als einfaches Beispiel, sehen Sie jetzt auf dieser Folie. Hier eingeblendet links auf der linken Seite sind die verschiedensten Parametereinstellungen. Und diese werden eben benötigt, um jetzt genau den Angriffsplan so zu gestalten mit den Einstellungen, die jetzt für Sie persönlich die besten Erfolgschancen sozusagen versprechen. Alle Felder, die jetzt hier im Grün sind, die sind einstellbar, die sind überschreibbar und die anderen Felder, die ergeben sich eben automatisch durch Berechnungen. So, wir sehen jetzt also hier vom Prinzip her oben den Angriffsplan als Tabelle, mit dem wir arbeiten können. Wir sehen hier auch diese Erfüllung. Ja, in diesem Beispiel sieht es so aus, dass wir in der ersten Stufe hier die 100% Zielerreichung erreicht haben. Das waren jetzt für genau dieses Beispiel 3.000 € in der ersten Stufe. Ja, 3.000 hier für den großen DAX. Wenn man sich das umrechnet, ja, dann kommt man eben auf die entsprechende Punktzahl.
So, das war also das, wenn die Erfüllung erreicht wurde, also die Stufe gemeistert, dann eben gibt es die Möglichkeit oder die Erlaubnis sozusagen, die nächste Stufe, die zweite, zu handeln. So. Die Parametereinstellungen, ich denke, die können wir jetzt einfach mal ein bisschen übergehen. Da haben wir jetzt heute ein bisschen oder zu wenig Zeit dafür. So, ich hatte ganz am Anfang kurz erwähnt gehabt, dass es die Möglichkeit gibt für Leute, die jetzt etwas Fortschrittler sind, also für Trader, die schon ein bisschen Erfahrung mit der APS gesammelt haben, die können sich die APS jetzt auch auf mehreren Levels sozusagen einrichten. Das heißt nicht nur auf dem ursprünglichen, das ist die hier oben, ja, dieser Angriffsplan des Instrumentes, ja, und hier die zugehörige Grafik, sondern eben auch über eine separate Tabelle mit einer Aufschlüsselung der einzelnen Handelstage und der gehandelten Kontrakte werden also auch hier nur die Ergebnisse eingetragen. Sie sehen also, das Einzige, was Sie tun müssen, wirklich für jeden einzelnen Trade, wenn Sie den Instrumentenangriffsplan handeln, einfach nur das Ergebnis in Euro oder US-Dollar eintragen und das war's. Also mehr Organisationsaufwand steht nicht, also so einfach als möglich. So, und eben über diese Tabelle hier unten habe ich die Möglichkeit, dann auch nochmal die Handelswoche selber zu sehen, beziehungsweise die auf Null zu resetten. Und dasselbe Spiel eben mit den einzelnen Handelstagen, wo ich auch hier hinten dann dieselben Warnmeldungen, wie Sie es hier sehen in der Tabelle, ja, auch nochmal so angezeigt bekomme. Ja, und das ist eben eine Möglichkeit, mit diesen drei verschiedenen High-Watermark-Levels zu arbeiten. So, und das Ganze jetzt für ein Instrument. Es gibt natürlich auch noch Lösungsmöglichkeiten oder Lösungsmodelle, genauer gesagt, für den Handel mit zwei und mehreren Modellen. So, jetzt, das war es erstmal so an den drei wichtigsten Punkten, die drei ersten Bausteine. Mike, eine Frage. Gibt es jetzt hier schon etwas, was ich beantworten kann? Fragen aus dem Publikum, bevor wir weitermachen. Fragen gibt es momentan hier zumindest aus den bei den Zuschauern nicht. Wir haben viele Zuschauer dabei. Fragen kommen hier an dieser Stelle jetzt nicht. Das heißt, ich würde sagen, mach du in deinem Thema jetzt einfach noch ein Stück weiter. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich sage an dieser Stelle auch gerne, wer Fragen hat, bitte rein in die Chats. Ich gebe die sehr, sehr gerne direkt an den Andreas weiter. Wir haben ihn heute hier und können ihn natürlich hier auch gleich zum Ausfragen nutzen. Andreas, der Ball ist wieder bei dir. Danke. Klar, Mike, ich danke dir. Gut, der vierte Baustein ist das taktische Agieren, vorhin angesprochen. Und zwar geht es hier um das Thema, dass wir sozusagen ein Regelwerk haben, ein Regelwerk brauchen. Ja, ich empfehle also nicht nur jedem Händler, dass er sich einen Handelsplan macht. Wer es nicht weiß, was genau ein Handelsplan ist, es ist vom Prinzip her ein Instrument oder eine Zusammenfassung all der Themen, die den persönlichen Handel eben betreffen. Und das heißt also den Arbeitsstil, den Handelsstil und alles eben, was zum Handel selbst gehört. Also es ist sozusagen wie ein kleiner Businessplan. So, und der APS-Trader, der sollte auch sowas haben, ganz klar. Und der muss sich eben auch Gedanken machen über sein eigenes Regelwerk. Und die Ideen des taktischen Agierens, ja, das sind bei mir insgesamt sechs verschiedene Kategorien. Da gilt es, sich zu jedem einzelnen Thema eben Gedanken zu machen. Wie betrifft mich das? Was kann ich hier tun? Was muss ich mir hier ausrechnen oder hier zusammenstellen an Regelwerken, damit ich meinen Handel möglichst sicher machen kann? Und das ist, wie gesagt, immer eine ganz individuelle Geschichte. Ich kann hier nur Anregungen geben und kann hier sagen, was zum Beispiel mal bei mir funktioniert oder was wichtig ist. So, diese Vorteile des taktischen Agierens liegt einfach vom Prinzip her so auf der Hand oder lässt sich so ganz gut erklären. Ich bin als APS-Trader kein Händler, der jetzt vor dem Monitor sitzt und einfach abwartet, sondern ich bin auf der Suche nach Chancen. Ich habe immer auf einem separaten Monitor die APS, wie Sie vorhin gesehen haben oder eben noch gesehen haben, auf diesem Excel-Sheet eben vor Augen und mache mir Gedanken, was ich tun kann, wie ich bestmöglichst agieren kann, damit ich meine Ziele erreiche und den Angriffsplan zum Beispiel aus einer Situation heraus, die jetzt nicht unbedingt optimal ist, sage ich jetzt mal, wieder herauszubringen. Ja, oder wenn er kurz vor dem Abschluss eben steht und ich nur noch eine Chance habe, nur noch mit einem Dreh zum Beispiel, ja, irgendwie noch die Kurve zu bekommen, ja, um doch noch die Chance zu erhalten, den weiter auszubauen. So, und all das sind so taktische Gedanken, die sind notwendig, um das Bestmöglichste herauszuholen. So, und ich zeige Ihnen jetzt mal das eine oder andere.
was eben zu dem Thema gehört. So, für mich sind ganz wichtig diese 6 Themen, wichtige Vorbereitungen über lebenswichtige Regeln, mentale Einstellung, grundsätzliche Regeln, fortgeschrittene Techniken und den Ausnahmezustand. Andreas, kurze Frage, das passt jetzt zu diesem Thema, wo du gerade auf die Bausteine auch nochmal eingehst, zu den Informationen. Wir haben eine Frage bekommen, inwieweit ist die APS automatisiert? Das heißt, was muss der Händler selbst machen und was läuft automatisch? Also vom Prinzip her sieht so aus, die erste Arbeit ist, dass man sich halt Gedanken machen muss, welche Parameter sind für mich die richtigen. Ja, und da gibt es eben so eine gewisse Vorgehensweise, um die entsprechend einzustellen. Wenn das mal geschehen ist, die APS ist persönlich eingestellt, dann ist die einzigste Aufgabe mit dem X-Tool die Aufgabe, eben jeden Trade, also jedes Trade-Ergebnis oder jedes Teil, jede Teilposition eben einzutragen. Ja, und das ist vom Handling her gesehen das Einzige. Und halt eben die Situation zu bewerten, die auf dem Bildschirm eben zu sehen ist. Das also sozusagen semi-automatisch sozusagen, heißt an dieser Stelle, am Anfang hat man ein bisschen Arbeit, aber wenn es dann einmal eingestellt ist, hat man damit, sage ich mal, eine super Unterstützung ohne großen Zeitaufwand. Ja, ganz genau. Ja. Also wie gesagt, der Zeitaufwand beträgt einfach nur, wie gesagt, mal 10 Sekunden, um das letzte Trade-Ergebnis eben sich anzuschauen, ja, und den Betrag in eine Zelle zu schreiben, auf Enter zu drücken und das war's. Super. Also ganz einfach. Genau. Okay. Danke, Andreas. Okay. Gerne, Mike. Die grundsätzlichen Regeln und die fortgeschrittenen Techniken, die betreffen selbst die APS direkt. Und der Ausnahmezustand, da geht es eben um ganz spezielle Situationen. So, weil wir nicht viel Zeit haben, nehmen wir jetzt uns wenigstens mal diese erste Regel vor. Wir sind im Bereich wichtige Vorbereitungen. Und da habe ich jetzt geschrieben zu dem Thema Arbeitsvorlage. Ja, jeder kann es lesen, erstelle dir eine Arbeitsvorlage für das taktische Agieren und so weiter. Und diese Arbeitsvorlage, ich verwende sie immer ausgedruckt. Sie liegt bei mir hier auf dem Schreibtisch, ja, neben meiner Tagescheckliste. Und sie ist einfach ein Instrument, was ich dann eben mit dem Stift sozusagen eben ausfülle. So, und die sieht für ein Instrument bei mir so aus. So, das heißt, das ist eine Vorlage, die ist zu Beginn des Handels sozusagen leer. Ich trage halt eben das Datum ein und habe halt hier meine Risikoparameter, die voreingetragen sind. Zum Beispiel jetzt diese, also wieder komplett andere Zahlen. Ja, und überlege ich mir halt immer, wie sieht die Priorität für den heutigen Tag aus? Ja, und dann trage ich halt eben meine Prioritäten ein, zum Beispiel gewisse Warnmeldungen abzubauen. Ja, und und was so überhaupt die Zielsetzungen sind, ja, zum Beispiel auch die Handelsrichtung, ja, dass ich sage, okay, ich bevorzuge zum Beispiel eine Handelsrichtung Long aus dem Grund oder nach Short, und das ist logischerweise bei jedem Trader sehr individuell, also sehr verschieden, und die APS macht da jetzt keine Eingriffe, ja, sie überlässt alles beim Trader, der eigene Handel wird komplett beibehalten. Ja, und die APS ist nur das Risiko-Kernmodul sozusagen, das eben ausgetauscht wird. Ja, statt immer nur 1% des Trade-Risikos zu handeln oder ähnliche Werte, ja, verwende ich dafür die Prinzipien der APS. Und deswegen empfehle ich einfach hier, um da Qualität reinzubringen, muss man an dieser Stelle auch dafür sorgen, dass jetzt hier, dass man sich eben entsprechend sauber aufstellt. So, das ist wie gesagt ein Beispiel zum Thema der Handelsvorbereitung. So, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die überlebenswichtige Regel Nummer 3 bei mir, die strikte Stoppbeachtung. Ja, und das ist auch so ein Thema, damit hat der eine oder andere auch, ein bisschen zu kämpfen. Wir kennen es alle aus dem Trading, es ist nicht unbedingt mental immer einfach, den Stopp wahrzunehmen, ja, den hinzunehmen, ohne ihn zum Beispiel zu versetzen, was ein typischer Anfängerfehler ist. Und für mich als APS-Händler ist es ganz, ganz wichtig auch zu sagen, wenn die APS sagt aus, ja, also wir haben jetzt diesen Trading-Stop gerissen, ja, dann muss auch die Handelsplattform ausgeschaltet werden. So, und und das war's dann eben für den Tag. Ja, also Konsequenz ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin der Meinung, dass die APS die Konsequenz beim Trader sehr stark und sehr gut unterstützt
und damit also auch als, sag mal, moralische Komponente oder als psychologische Komponente eine sehr große Unterstützung eben darstellt. Ja, das mal so als, als kleinen Einstieg in die Gesamtthematik. Mike, haben wir noch Zeit oder wie sieht's aus? Hütchen haben wir noch, obwohl jetzt ist es halb, also von der Zeit her würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt hier an dieser Stelle genau noch auf der Uhr hast. Das ist ja auch der Charme dieser Veranstaltung hier am Freitag, dass es einfach ein paar Informationen kurz und knackig gibt. Weiß nicht, was du jetzt noch auf der Uhr hast. Wenn du mit dem Thema jetzt rundum erstmal fertig bist, dann passt das. Ansonsten ein paar Minuten sollten kein Problem sein, wenn wir überziehen. Okay, ich habe jetzt, wie gesagt, zwei dieser sechs Beispiele vorgestellt als Baustein. Und ich schaue mir jetzt mal gerade mal an. Wir können jetzt zum Beispiel diesen hier noch nehmen, zum Beispiel die mentale Einstellung. So, mir geht es darum, wenn ich mich an den Rechner setze. Ich sitze, wie gesagt, nicht passiv vor dem Monitor und warte ab, was da mal passiert und sage mir, toller Tag oder ein komischer Tag. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kommt da ja ein Trade und der bringt mir was oder eben nicht. Wenn es doof aussieht, naja Gott, sitze ich halt eben davor und gucke halt mal, klicke halt vielleicht mal ein bisschen rum. Nein, das ist nicht meine Einstellung. Also ich bin kein passiver Trader, sondern ich sehe es als APS-Trader so, dass ich mich 100% fokussiert an meine Monitore setze und mir Gedanken mache, ja, über das taktische Agieren, über meine taktischen Grundsätze, ja, wie ich jetzt an diesem Tag zu meinem Ziel komme, um mein Tagesziel auch eben zu erreichen. Und das fokussiert einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bin in einem viel besseren Zustand, in einem aufmerksameren Zustand und erreiche damit in der Regel auch meine Ziele möglichst gut oder möglichst elegant, sagen wir mal so. Ja, und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass ich eben sage, wir verschieben die Haltung von relativ passiv, ja, zu sehr aktiv. Und das ist einfach eine innere Einstellung, die einem hilft, das Bestmöglichste aus dem eigenen Trading herauszuholen. So, ein Beispiel wäre zum Beispiel bei den grundsätzlichen Regeln, dass am Freitagabend die taktischen Überlegungen zur Handelswoche enden. Ja, also wenn ich jetzt das Thema Handelswoche mir anschaue, den Angriffsplan auf die Handelswoche, diese virtuelle Einheit, ja, dann sage ich, okay, am Ende der Woche werden diese Zeilen sozusagen resettet, ja, und wie sieht es aus eben für die nächste Woche? So, eine neue Handelswoche beginnt. Also da braucht man keine Gedanken zu machen über den Angriffsplan der Handelswoche. Über den Tag auch nicht, weil jeder Tag beginnt auch wieder von neuem. Aber wenn jetzt mein Instrumentenangriffsplan auf Stufe 3 zum Beispiel steht, ja, dann wäre ich damit gut beraten, wenn ich diesen weiter ausbaue. Also muss ich mir auch Gedanken machen, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich am Montag in der neuen Woche starte? Ja, dann habe ich jetzt, wenn ich die dritte Stufe jetzt handle, unter Umständen ein relativ hohes Trade-Risiko schon zu Anfang der Woche. Ja, und das sind so Stellen, an denen muss man sich auch klar oder bewusst werden, wie gehe ich jetzt vor an dieser Stelle? Gehe ich mit dem kompletten Trade-Risiko rein? Ja, oder teile ich es zum Beispiel auf in zwei Positionen? Ja, um sozusagen eine Art von, ich sage jetzt mal, gestaffeltem Einstieg eben in meine Trades zu bringen, um das Risiko eben entsprechend zu streuen oder zu reduzieren. Und das sind solche Gedanken eben, ja, die ich mir machen muss im täglichen Handel, ja, ob ich jetzt, wann ich den Handelstag zum Beispiel beende und was ich zum Beispiel mit in die nächste Woche nehme. So, noch ein Beispiel. Ich glaube, dann können wir von der Zeit her, dann haben wir die Zeit gut ausgenutzt. Das Thema hatten wir kurz gehabt, fortgeschrittene Techniken, Warnstufenabbau. Ja, und das ist eben genau auch eine wichtige Regel. Es geht immer darum, es ist nicht wichtig, dass ich vom Prinzip her immer nach den besten Trades greife und den richtigen Monster-Trade, der mir richtig Geld bringt, den anstrebe. Nein, wichtig ist, dass der Angriffsplan, dass der stabil bleibt. Und wenn der schwammig wird, sag ich jetzt mal, also in Gefahr gerät oder wenn der ein bisschen holprig wird, weil ich eben Minus eingefahren habe, ja, und bin auf der orangen Warnstufe oder auf der roten, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie komme ich da bestmöglichst wieder raus. Ja, und zum Beispiel von der roten Warnstufe eine Stufe zurück auf die orangene Warnstufe zu kommen. Ja, und das sind dann die Gedanken, die haben für mich Vorrang. Und dieses Überleben des Instrumentenangriffsplans,
Das hat immer Vorrang gegenüber den besonderen Gewinnchancen. Weil wenn ich da nicht drauf aufpasse, dann brauche ich den APS-Handel sozusagen erst gar nicht beginnen. Weil der APS-Handel lebt davon, dass man so einen Angriffsplan entwickelt, ja, und die Möglichkeiten hat, über die Zeit hinweg dann auch mal großes Geld eben, ja, mit seinen Trades zu verdienen. So, sind wir soweit? Oder haben wir noch einen? Ja, Andreas, Fragen sind keine da an dieser Stelle. Es kam die ein oder andere individuelle Frage direkt an dich, die hier im Webinar zu persönlich zu beantworten sind. Das heißt an dieser Stelle, dass da habe ich auch schon die Info bekommen, darf ich gerne per E-Mail an dich weiterleiten. Wer noch weitere Fragen hat, Andreas, ob du noch mal kurz deine Kontaktdaten zeigen kannst, dass die Zuschauer hier auch wissen, wie sie dich erreichen können außerhalb des Webinares. Das wäre sehr, sehr schön. Also blätter einfach mal zurück. Ich glaube, du hast irgendwo eine Seite gehabt mit deinen Kontaktdaten. Ich habe die jetzt aus der Folie rausgenommen, weil du gesagt hast, starte mit der ersten Seite oder mit der dritten sozusagen. Am besten schreiben unter info@aplacke.com. Aplacke zusammengeschrieben und dann funktioniert das. Ja. Beim nächsten Mal lasse ich die Seite wieder drin und dann funktioniert das auch problemlos. Super. Andreas hat auch noch geschrieben, das Thema war sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, das war heute ein kleiner Einblick und wir haben hier tatsächlich auch die Anfrage schon bekommen, dass man da mal ein Webinar auch über eine Stunde machen kann. Ich denke, das kriegen wir planungstechnisch auch hin, dass wir hier mal uns sozusagen mit dem Thema, wenn die Anfragen auch da sind, zumindest im Detail mal weiter beschäftigen kann. Oder aber wir machen hier ein zweites Teil. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Die Planung sind da. Ich freue mich, dass das Ganze hier gut auch angekommen ist. Dann sage ich, Andreas, danke für deine Zeit heute Morgen hier. Ganz lieben Dank für all die Zuschauer, die dabei gewesen sind. Ich hoffe, es war interessant. Die Informationen zu den Folien an sich, die Folien habe ich jetzt persönlich nicht bei mir da. Ich würde sagen, wir machen das mit der Präsentation so, dass die Zuschauer, die Präsentation tatsächlich haben wollen, mal direkt auch auf dich zukommen. Ich schreibe mal ganz kurz noch die entsprechende E-Mail mit rein. Das heißt, mach das gerne. Ich mache das gleich mal auf. Oder ich schreibe an die Präsentation info@investorschule. Nee, Quatsch, wie ist die Info? Der Info at? A-Plagge. Info at a.plagge? Nein, ohne Punkt. Info at a-plagge.de. Komm. Punkt com, ja? Ja. Ja, ich habe es gerade in den Chat auch reingeschrieben. Also wer Fragen hat, direkt dazu info@aplagge.com. Dort kann also die Fragen, dort können alle Fragen hingerichtet werden, beziehungsweise auch direkt die Präsentation auch angefordert werden. Andreas, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich gebe dir gerne die letzten Worte und sage danke auch an alle Zuschauer. Wir sehen und hören uns sozusagen nächste Woche Montag wieder um 8.30 Uhr an dieser Stelle mit der Besprechung der aktuellen Handelsideen und allen ein schönes Wochenende und wie schon gesagt, das letzte Wort für dich, Andreas. Dankeschön, Michael, lieb von dir. Okay, ich glaube, von meiner Seite her gesehen ist jetzt nichts weiter zuzufügen. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern und auch bei Mike für deine tolle Unterstützung für dieses kurze Webinar und würde mich freuen, wenn wir da in Zukunft weitermachen können, wenn sich da ein Weg findet. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach die Mail an mich richten und dann schaue ich zu, dass Sie schnellstmöglichst Informationen oder Rückmeldungen bekommen. Und ich wünsche jedem einen schönen Tag, einen angenehmen sonnigen Tag und bis bald. Tschüss. Danke an dieser Stelle. Bis dahin und dann ansonsten tolles Wochenende. Tschüss.